dass wir jetzt alle ruhig sind und konzentrieren. Keiner quatscht dazwischen, keine Witz und sowas. Da ist das, was nicht enthalten sind. Dafür geht es nicht gut. Heute Pokalfinale. Wir haben alle viel über geredet. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt liegt es unter uns auch das Holen und das Wahrmachen, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Heute ist nicht nur irgendein Spiel. Heute ist auch nicht nur Pokalfinale. Heute ist das Spiel, wo wir die Saison abrunden, wo wir uns ganz gut schwer jetzt eine Saison für gearbeitet haben. Wenn wir das Spiel heute verlieren, ist die ganze Saison für Arsch, sag ich ganz ehrlich. Nächstes Jahr fragt keiner, wer zweit in der Liga geworden ist, obwohl wir das erste dabei waren. Und nächstes Jahr fragt auch keiner, wer mit dem Pokalfinale verloren hat. Da gibt's, es gibt nur Gewinner, das ist ganz einfach so. Und wenn wir das heute gewinnen, dann erarbeiten wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr. Wird nächstes Jahr heißen, ja, FVR Pokalliga, dann treten die Mannschaft auch ganz anders. Heute werden wir uns sehr viel erarbeiten, aber auch ein ganzes Jahr einfach in die Falle kommen, wenn wir das heute nicht gewinnen. Wir müssen nur das bringen, was wir können. Ich will von jedem heute 120% sind. Nicht nur von den Kräften anfangen, auch von den 1, 2, 3, 4 Leuten, die eingewechselt werden, auch von dem Rest, der auf der Bank sitzt, vielleicht auch 8 Minuten auf der Bank nicht mehr gehen kann. Ich will Leute Stimmen auf dem Platz haben, ich will, dass wir alle laut auf dem Platz sind. Positiv reden, ich will, dass wir miteinander reden, dass wir die Leute übergeben, dass wir uns pushen, dass wir uns gegenseitig helfen, indem wir anzeigen, wo wir den Ball hinspielen wollen, dass wir den Gegner, den Mitspieler helfen, indem wir uns cool anbieten, Leitdecke aufbauen, dass wir gar nicht in irgendwelche Situationen kommen, wo wir Fehler machen können überhaupt. Und das erwarte ich 120% Einsatz erwarte ich auch von denen auf der Bank. Ich will auch draußen Stimmung haben, ich will draußen positive Sachen hören, ich will keine negativen Sachen von draußen hören. Das ist das Letzte, was ich wollte. Der Martin fehlt noch. Die ganze Saison haben wir dafür gearbeitet. Für 2018, dass wir verdient haben. Wir haben 2,5 Jahre nicht verloren. Egal, wer das ist, wenn die jetzt entgegen übergeht. Zweimal haben wir dieses Jahr gegen die gespielt. Zweimal unglücklich und einmal ruhig verloren. Einmal letztens mit dem Ausgleich passiert. Wir sind einfach gerade wirklich nicht so. Wenn wir alle 120% geben, jeder, die ganze Zeit komplett konzentriert ist, keine Faxen machen, klare Bälle spielen und jeder seine Kultur spielt, wenn man dann hilft, dann gewinnen wir das. Okay? Das ist einmal Bad Boys, okay? Bad Boys! Bad Boys! What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Ist auch richtig. Na, willkommen hier! Am Anfang mich. Komm, Jungs! Hey, die Krone hab ich schon hier. So. Ab das Europapokal! Europapokal! Alle zusammen! Moment! Dann müssen wir rüberreden. Komm nach vorne. Wir wollen uns schon kurz hassen. Ich rutsche. Den Pokal habe ich heute gewonnen, den haben wir die ganze Saison immer gewonnen. Auch nicht nur beim Pokalspielen, auch im Ligaspiel. Jeder, der beim Training war, jeder, der zu der Mannschaft gehört, der dabei war, der hier war, jeder, der mitgespielt hat. Wir haben alle dazu beigetragen, dass kein Pokal von den Hälften gespielt haben, dass ein Pokal von allen. Und ihr seid richtig geil auf. Das war nicht einmal beim Training. Ja, das ist nicht dein Pokal. Alle, die beim Saufen dabei waren, die haben diesen Pokal nicht. Das gehört an mir. Und ein Minuten vom Puff. Nochmal, bitte mal. Ein Minuten vom Pascha. Die Namen.